Wir sind gestrandet mitten im Meer mit keinem Weg zurück. Und Haie werden uns gleich attackieren. Alles gut, wir werden sicher sein, denn ich werde das beste Kriegsschiff aller Zeiten bauen. Du kannst niemals so gut bauen wie ich. Warte mal, was, Nelly? Bist du dir da sicher? Ich werde nämlich /Paste benutzen. Und boom, schau dir das mal an. Jetzt haben wir ein riesiges Kampfschiff, das wir benutzen können. Sieht das nicht wunderbar aus? Das Schiff wird perfekt sein gegen die Haie. Die haben keine Chance. Ew, Sim Lucky. Das ist, wenn schon, eher ein Pupsi-Schiff anstatt ein Kriegsschiff. Guck mal, das hat sogar überall Spinnennetze. Ekelhaft. Warte mal, was, Nelly? Oh, irgendwie hat sie recht, Leute. Gerade jetzt sieht mein Schiff noch ziemlich schlecht aus. Aber, Nelly, warte mal ab. Ich habe eine Idee. Und zwar werde ich meine magische Axt benutzen und alle Spinnennetze mit dem Command /replace gegen Luft austauschen. Und somit sind die ganzen Spinnennetze schon weg. Und mein Schiff ist wieder komplett sauber. Sim Lucky, das sieht noch immer richtig schlecht aus. Schau mal, das ist alles braun. Du solltest es nicht Kriegsschiff nennen, sondern Kacki-Schiff. Hahaha. Nelly, dafür habe ich mir auch schon was Gutes überlegt. Und zwar werde ich den ganzen braunen Beton mit rotem Beton ersetzen, weil rot ist die beste Farbe. Dazu geben wir einfach nur diesen Command ein und somit haben wir schon alles mit roter Farbe ausgetauscht. Und unten haben wir noch was vergessen. Dort müssen wir noch das ganze Dirt wegmachen. Aber Leute, das haben wir auch im Nu erledigt. Sim Lucky, jetzt sieht das Ganze sogar noch viel schlimmer aus, denn rot ist voll schlecht. Lila ist die beste Farbe. Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare, welches Schiff ist besser? Meins allen eins in die Kommentare oder das von Nelly? Nelly, du hast ja niemals angefangen. Sim Lucky, ich bin halt nicht so schlecht wie du, musst /Paste benutzen. Naja, Nelly, da wäre ich mir nicht so sicher. Immerhin baust du da irgendwas mit Dirt. Das ist eher widerlich. Okay, Nelly, aber ich lasse mich jetzt nicht ablenken, sondern ich würde sagen, wir fangen sofort an, mein Schiff ultra sicher zu machen. Schaut mal, wie cool das aussieht. Wir brauchen richtig gute Verteidigung, damit wir die ganzen Haie, die jeden Moment kommen, verjagen können. Ich werde Schneebälle benutzen, die damit abwerfen. Das wird prima klappen. Schneebälle werden den Haien auf keinen Fall Angst machen, sondern eher richtig gruselige Kanonen, Freunde. Schaut mal, das sind einfach solche Schalker-Kanonen. Und mit denen werde ich die ganzen Haien abfeuern. Oh ja, und die platziere ich jetzt hier überall am Deck, Leute. So, zack, zack, zack. Wir dürfen natürlich auch nicht sparen, denn es sind richtig große Haie. Und dafür brauchen wir viel Feuerkraft. Leute, wie findet ihr das? Sieht das nicht mehr mega aus. Okay, Freunde, jetzt gehen wir ins Innere des Schiffs, denn hier haben wir richtig viele freie Räume und ich würde sagen, den ersten Raum, den werden wir erstmal aus Diamanten verzieren, damit der viel cooler aussieht. Und wow, Leute, sieht das nicht cool aus. Somit ist das Innere von meinem Schiff auch ultra sicher. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir aber noch ganz schnell ein paar Leitern, Freunde, damit wir hier auch runterklettern können. Und wir benutzen keine normalen, sondern wir benutzen einfach solche Eisenleitern. Eisen, Sim Lucky, das ist gar nicht sicher. Schaut dir mal besser was bei mir ab. Ich baue das ganze Schiff aufs Dirt. Es ist tausendmal cooler. Dirt, Nelly? Oh nein, das stimmt gar nicht. Aber schau mal, du hast ja nicht mal dein Schiff bis ja angefangen. Ich bin schon damit beschäftigt, es von innen einzurichten. Deswegen red so lange nicht mit mir, Nelly, wenn du noch nicht so weit bist. Sim Lucky, das ist voll fies. Aber du wirst später noch in mein Schiff reingehen wollen, wenn die ganzen Haie kommen. Oh nein, Nelly, das denke ich nicht. Denn ich werde jetzt hier vorne einen richtig coolen Platz zum Essen machen. Denn wir werden auch richtig viel Hunger kriegen, wenn wir draußen die ganze Zeit mit unseren Kanonen beschäftigt sind. Deswegen werde ich jetzt hier eine Küche platzieren und dann wirst du hundertprozentig zu mir wollen. Denn ich werde jetzt ganz leckeres Essen platzieren, wie zum Beispiel eine Kokosnuss, Leute. Oh ja, was haltet ihr von Kokosnuss-Drinks, Freunde? Sind die nicht lecker? Dafür brauchen wir jetzt nur noch einen Tisch und dann werden wir dir dort alle platzieren. Okay, wir platzieren jetzt hier die ganzen Tische, Freunde. Und jetzt kommen die Kokosnuss-Drinks da drauf. Sehen die nicht cool aus? Sim Lucky, ich weiß, warum du so viele Kokosnuss-Drinks benutzt. Weil du bist selber ein Kokoskopf. Hey, warte mal, was? Das war richtig fies von dir, Nelly. Wenn ich ein Kokosnusskopf bin, dann bist du ein Fischkopf. Haha. Nein, das war jetzt fies von dir. Ich hab dich nicht so stark beleidigt.
Oh Mann, Nelly, damit musst du rechnen, wenn du was gegen mich sagst. Naja, jetzt wo wir die ganzen Kokosnussdrinks platziert haben, würde ich sagen, machen wir uns daran, ganz, ganz viel Pizza zu platzieren. Denn was gibt's nicht Leckeres als Pizza, Freunde? Schaut mal, wir platzieren jetzt hier ein paar offene Pizzas. Hier kommen ganz, ganz viele Kartons hin, damit wir auch ein richtig großes Lager haben. Schaut mal, wir machen hier einfach alles, alles voll. Aber schaut das Video unbedingt bis zum Ende, um später die ganzen Haie nicht zu verpassen. Apropos Haie, Leute, die kommen in 15 Minuten. Wir müssen uns richtig schnell beeilen. Und hier werde ich noch viel, viel mehr Pizzen platzieren, Freunde. Und somit sollten wir immer viel Vorrat haben für Essen. Und jetzt können wir uns schon an den nächsten Raum machen. Und Leute, ich habe ganz vergessen, wir brauchen noch einen Platz, wo wir die ganzen Haie einsperren können. Weil wenn wir die nicht einsperren, dann kommen die irgendwann wieder. Und unser Ziel ist es ja natürlich, sicherzustellen, dass ganze Ukri City sicher ist vor den nächsten Haiangriffen. Und genau deswegen werde ich jetzt ein Haigefängnis bauen. Hm, Simlucky, aber wie willst du denn die, bitte sehr die ganzen Haie fangen? Das ist unmöglich. Oh doch, Nelly, ich werde das schaffen. Vertrau mir einfach. Nämlich werde ich mir später sogar noch ein U-Boot platzieren und viele andere coole Sachen. Aber jetzt muss ich erstmal sicherstellen, dass das Gefängnis von Haien auch komplett ausbruchssicher ist und dass dann niemand entkommen kann. Und genau deswegen platziere ich kein normales Glas, damit wir die auch immer beobachten können, sondern verstärktes Glas, Freunde. Somit ist auf jeden Fall klar, die Haie werden hier auf keinen Fall ausbrechen können. Hm, da wäre ich mir nicht so sicher. Haie sind viel stärker als Glas. Oh ja, Nelly, und genau deswegen habe ich auch verstärktes Glas benutzt. Und jetzt muss ich hier innen natürlich noch alles mit Wasser befüllen, damit die auch nicht draufgehen, Leute. So fies sind wir jetzt auch nicht. Wir werden die hier nicht irgendwie killen wollen. Wir wollen die alle hier einfach nur sammeln, damit die keinem Menschen was Böses tun. Und jetzt platzieren wir hier überall das ganze Wasser. Das wird so eine Art Aquarium, aber ein fieses Haie-Aquarium. Und let's go, Leute. Schaut mal, wie cool das schon aussieht. Hm, aber Simlucky, das ist auch gar nicht sicher. Du musst da noch irgendwas anderes platzieren. Hey, Nelly, wer hat dir erlaubt, in mein Schiff reinzugehen? Was soll das? Willst du etwa bei mir spicken? Nee, ich will niemals spicken. Ciao, ciao. Okay, da ist sie wieder weg. Das wirst du noch heims kriegen, Nelly. Ich werde gleich auch bei dir vielleicht mal vorbeikommen. Hm, willst du jetzt etwa auch bei mir spicken? Wie auch? Hast du etwa bei mir gespickt? Hm, nein, habe ich auf keinen Fall. Okay, und das soll ich dir so glauben? Nein, tue ich natürlich nicht. Aber Nelly, du hast gar nicht mal so unrecht. Nämlich ist das hier noch gar nicht sicher. Deswegen werde ich es doppelt sicher machen. Und zwar schnappe ich mir hier vorne einfach solche Laserblöcke. Und somit kann ich Laser schaffen, wo die ganzen Haie nie im Leben durchkommen, Freunde. Weil wenn sie diese Laser berühren, dann werden sie einfach verbrennen. Und ich mache die hier überall hin. Somit haben die Haie hier keinen Entkommen. Und ich kann jeden von den fiesen Hain einsperren. Okay, Freunde, somit ist das schon komplett sicher, aber ich glaube, ich habe noch eine Sache vergessen, nämlich würden die Haie dort verhungern, deswegen müssen wir denen noch was zu essen geben. Und ich habe schon eine Idee, was wir denen zu essen geben werden. Nelly, wo bist du? Hm, warte mal, willst du mich als Futter verwenden oder was? Oh, nee, Nelly, würde ich niemals machen. Oh doch, Nelly, ich werde dich zum Futter geben, den Hain. Was? Oh nein, Simlucky, mach mir doch keine Angst, bitte. Die Haie sind so gruselig. Wir haben noch 10 Minuten. Okay, Nelly. Warte, Nelly. Ich habe lang bei dir nicht mehr vorbeigeschaut. Was hast du hier bitte sehr was soll das sein, Nelly? Hm, das ist nicht. Das sind meine Verteidiger. Die halten die ganzen Haie auf. Oh nein, Nelly. Nicht schon wieder sowas. Was soll das sein? Hast du hier eine Kuh platziert? Und Axolotl? Wie sollen bitte sehr die Axolotl riesige Haie aufhalten? Hm, wusstest du nicht, dass die Axolotl eine Sprache haben, womit sie sich mit den Haien verständigen können? Oh, warte mal, die Axolotl können mit den Haien reden? Das Einzige, was die Haie den Axolotl sagen werden, ist, dass sie sie gerne fressen würden. Und Nelly, bringst du mich gerade auf eine kleine Idee. Nämlich, Leute, ich glaube, Haie tun doch gerne Axolotl essen und somit wäre mein Futterproblem gelöst. Nein, ey, Simlucky, das ist jetzt gar nicht cool. Du kannst diese Axolotl, diese süße Axolotl, doch nicht einfach den Haien zum Fraß geben. Oh Mann, Nelly, du tust doch genau dasselbe, indem du die unschuldigen Axolotl dort vorne platzierst. Die haben gar keine Chance gegen die Haie. Aber ich musste die Haie auch irgendwie füttern und genau deswegen platziere ich hier jetzt ganz viele Axolotl rein. Aber Freunde, das sind eigentlich keine normalen Axolotl. Die sehen einfach nur so... Oh, warte mal, Nelly, sind das etwa Plüschtiere? Wie sollen die denn die Haie aufhalten? Hm,
das sind keine Plüschtiere. Oh doch, Nelly, das sind ganz sicherlich Plüschtiere. Die können sich gar nicht mal bewegen. Okay, dann tun wir einfach mal so, als ob das Axolotl wären. Ich hoffe, die Haie glauben uns das dann, die im Gefängnis sind, und essen die trotzdem auf. Wir platzieren ganz viele Axolotl. Und was mögen Haie noch? Oh, ich weiß was, Leute. Ganz viele Schildkröten. Oh Mann, die armen Schildkröten. Die werden alle gegessen. Aber zum Glück sind das Plüschtiere, die so aussehen wie Schildkröten. Und ganz, ganz viele Tintenfische. Das ist jetzt das Hai, das Futter für die Haie, damit die dort auch immer friedlich bleiben und nicht irgendwie ausrasten, dass die kein Futter kriegen. Und jetzt müssen wir uns daran machen, den nächsten Raum hier zu bauen. Aber bevor wir das tun, müssen wir nochmal rausfreuen und das Steuerbord bauen, okay? Das ist das Herzstück vom Schiff, denn dort können wir entscheiden, in welche Richtung wir fahren wollen. Und wow, Nelly Schiff, sie nimmt wirklich an Form an, aber es wird halt wirklich immer, immer schlechter anstatt besser. Nelly, du hast schwach angefangen und stark nachgelassen. Hm? Ey, was soll das denn heißen? Ich baue immer besser als du. Du kannst mir nichts sagen. Schau mal, ich habe sogar ganz, ganz viele Motoren und die sind alle im Betrieb, deswegen raucht mein Schiff so. Oh Mann, Nelly, ich glaube, das raucht nicht. Das fackelt gleich ab oder explodiert. Was hast du da gebaut? Oh, aber du hast wirklich richtig, richtig viele. Schon! Steine, aber das Schiff hat irgendwie eine bisschen komische Form, Nelly. Das sieht nicht lang aus. Das ist so ein ganz kleines Schiff. Hm, klein, aber fein. Ich sag doch, mein Schiff wird was ganz, ganz Besonderes. Nelly, dein Schiff wird vielleicht ganz, ganz besonders schlecht. Aber weißt du was, Nelly? Ich lass mich nicht länger ablenken von dieser Schlechtheit. Ich werde jetzt weiterbauen, okay? Und was richtig Nices hier hinzaubern, Leute. Wir müssen ja nämlich das Steuerbord jetzt machen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und dafür muss ich jetzt alle als allererstes hier alles mit Quarz umrunden, damit wir hier auch so ein richtig cooles Deck haben, wo wir alles platzieren können. So, das kommt jetzt hier nochmal einmal hin. Und jetzt können wir auch anfangen, als allererstes unser Lenkrad zu platzieren, Freunde. Und das kommt genau hier vorne hin, Leute. Damit können wir immer entscheiden, fahren wir nach rechts oder fahren wir nach links. Wie auch immer, Leute, wir können hier richtig cool lenken. Und als nächstes kommt die Gangschaltung. Damit können wir entscheiden, wie schnell wir fahren. Wow, jetzt ist Turboantrieb angesagt. Aber Leute, wir können auch gar nicht fahren, weil wir haben noch gar keinen Motor. Den müssen wir auch gleich hinbauen. Aber hier kommt jetzt noch ein anderer Hebel. Damit können wir... warte mal, was können wir damit machen? Ich weiß es noch nicht. Egal, wir platzieren jetzt hier ganz, ganz viele Steuerungen auf jeder Seite. Und somit ist unser Steuerbord fertig, Leute. Freunde, jetzt fehlt uns nur noch eine kleine Schutzwand, damit uns keine Insekten reinfliegen bei dieser krassen Geschwindigkeit, die wir erreichen werden später mit dem Schiff. Ja, wir werden richtig, richtig schnell. Deswegen müssen wir hier eine kleine Schutzwand haben. Oder stellt euch vor, Haie springen einfach richtig hoch, versuchen uns anzugreifen. Genau deswegen können wir das hier richtig gut gebrauchen. Guck mal, was für eine coole Aussicht wir haben. Somit ist auf jeden Fall sichergestellt, dass wir nicht gegen einen Felsen oder so fahren werden. Das wäre auf keinen Fall gut für unser Schiff und das würde böse enden. Und das wollen wir natürlich nicht und genau deswegen machen wir hier so eine kleine Wand hin aus Glas und dann können wir immer hier alles schön beobachten, wo wir hinfahren. Oh ja, und das ist verstärktes Glas sogar, Leute. Und Leute, bevor wir weitermachen, ich habe das Wichtigste fast vergessen, wir brauchen hier einen richtig coolen Stuhl, wo wir uns immer draufsetzen können, denn irgendwann werden unsere Füße auch müde, okay, von dem ganzen Lenken hier. Und genau deswegen müssen wir uns irgendwo hinsetzen und uns ausruhen. Und jetzt würde ich sagen, wir müssen ganz, ganz viel, wir müssen wieder hier erstmal runtergehen und jetzt ganz viele Plätze für unsere Passagiere bauen, okay? Wir werden auf unser Schiff auch Leute mitnehmen. Leute aus ganz dem Ukri City, denn die haben alle Angst vor den ganzen Haien, okay? Und der einzige Ort, wo die sicher sind, ist auf unserem Schiff. Und genau deswegen werden wir jetzt hier ganz, ganz viele Stühle platzieren, wo unsere ganzen Passagiere sich aufhalten können und hinsetzen können. So, zack, wir nehmen uns dazu einmal einen Stuhl raus und jetzt platzieren wir die alle hier hinten nach der Reihe. So, zack, hier noch einen hin. Das machen wir jetzt überall so. Und ich glaube, in diesen Raum wird später auch Nelly reingehen. Denn mein Schiff wird viel besser und die wird sich hundertprozentig hier auch später aufhalten wollen. Nein, du wirst in mein Schiff reinkommen. Schau dir das doch mal an, du hast noch gar nicht gesehen. Oh, nein, das werde ich auf keinen Fall. Leute, obwohl, sollen wir es mal gleich im Geheimen anschauen, die ein bisschen pranken? Oh ja, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, es wäre ein bisschen besser, wenn wir hier noch mehr Stühle nebeneinander platzieren. Dann haben wir hier noch extra Platz. Aber, oh, ich habe ganz vergessen, Leute, die ganzen Passagiere brauchen natürlich auch etwas zu essen. Und wir haben ja wirklich richtig, richtig viel Platz. Und genau deswegen werde ich jetzt uns ganz, ganz viel Torte schnappen. Okay, wir platzieren hier ganz, ganz viele Tische. Und jetzt machen wir hier ganz viele Torten hin, Freunde. Schaut mal, wie viele das werden. Wow, und ihr esst auch mal ein paar auf. Die sind so lecker, Leute. Hm, Tim Lucky, das ist ja widerlich. Überall nur Torten. Da wirst du richtig fett und so.
Nelly, du magst es selber zu backen, okay? Nur weil ich die Torten platziere, heißt nicht, dass die schlecht sind, okay? Die sind echt lecker. Komm doch mal rüber und probier ein paar. Nein, die gehe ich nicht, aber stinkt bestimmt alles. Was redest du da? Auf keinen Fall. Und Leute, weil wir von Haien angegriffen werden und Haie auch Fische sind, werden wir jetzt hier ganz, ganz viel Sushi platzieren. Das werden wir aus den ganzen Haien machen, die sich dort auffinden werden. Und wenn die nicht nett sind, okay, und sich schlecht verhalten, dann machen wir aus denen Sushi und werden das hier alles platzieren. Somit hat immer jeder bei unserem Schiff etwas zu essen. Und Freunde, jetzt würde ich sagen, werden wir mal ganz schnell zu Nelly gehen und sie dann komplett pranken. Ich habe nämlich eine richtig gute Idee. Schaut mal, hier vorne sind einfach solche Haiköpfe. Wie wäre es denn, wenn ich mir gleich da einen rauskopiere und den dann anziehe und Nelly damit komplett pranke? Okay, Freunde, wir schnappen uns den eben ganz schnell. So, ich hoffe, die sieht mich nicht. So, zack, zack, zack. Und ziehen den an. Haha, schaut mal, jetzt sehe ich einfach schon aus wie ein Hai. Und Leute, ich muss noch was machen. Und zwar schnappe ich hier mir eine weiße Rüstung. Denn Haie sind weiß und nicht rot. Und wenn sie meinen roten Anzug sehen würde, dann könnt ihr erkennen, dass ich das bin. Und schaut mal, das ist einfach so eine weiße Rüstung. Ihr wisst ganz genau, wer weiß es. Der weiß. Weiße Hai, Leute, das ist der gefährlichste auf der ganzen Welt. Das heißt, Nelly wird sich extra erschrecken. Die wird sich so erschrecken, dass sie sich in die Hose machen wird, Leute. Das sage ich euch. So, wo ist die denn jetzt, Leute? Gehen wir mal kurz. Warte mal, hat die mir etwa nachgemacht mit den ganzen Kokosdrinks? Die hat gerade eben noch gesagt, die mag... Oh, Leute, was hat die hier gemacht? Ihr stinkt ja voll. Freunde, wo... Da vorne ist die. Wisst ihr was? Ich werde mich jetzt langsam zu dir schleichen und sagen, dass ich ein Ei bin. Haha. So, erstmal alles platzieren, so ein schönes Sofa. Guck mal, wie cool es hier aussieht. Viel besser als bei Simlucky. Apropos Simlucky, ich glaube, bei dem werde ich gleich ein bisschen TNT zünden, weil der baut echt ein bisschen gut. Habt ihr es gerade gehört? Was hat die gesagt? Okay, jetzt hat sie sich anders verdient. Wow, ich bin ein Hai. Ich werde dich aufessen. Ah, was ist das? No, oh nein, hör auf damit. Oh Mann, ich dachte, die kommen jetzt gleich. Oh, das war's wohl mit mir. Warte mal, die denkt wirklich, die geht jetzt drauf. Ah, ich werde dich jetzt fressen. Ich liebe Nelly Fleisch. Was? Nein. Oh Mann, ich habe so Angst. Bitte tu mir nichts. Simlucky, du musst mich retten. Hai ist bei mir. Warte mal, wer ist Simlucky? Worüber redest du? Kein Simlucky wird dir helfen können. Ich werde dich jetzt fressen. Komm her, Mann. Hahaha. Bum, bum, bum. Oh nein, lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Oh nein, ich nehme dich jetzt mit, haha, und werde mit dir ins Wasser springen. Leute, ich entführe dich jetzt, die arme Nelly. Wow, jetzt esse ich dich auf und boom. Aua, nein, ich krieg keine Luft. Okay, warte mal, Leute, ich bring die wieder raus. Es geht zu weit. Nelly, ich habe dich komplett geprankt. Das war die ganze Zeit ich. Ah, wie kann auch noch reden, Hai. Du hörst dich irgendwie an wie Simlucky. Warte mal, weil ich es bin. Schau mal, ich war die ganze Zeit Simlucky. Was? Ey, du kleiner Fiesling, geh sofort auf deine Seite. Das war gar nicht cool. Ich hatte Lebensangst. So was macht man nicht. Das ist kein Spaß. Okay, es tut mir leid, Nelly. Geh wieder auf deine Seite. Komplett geprankt. Spaß muss sein. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt wo wir Nelly komplett geprankt haben, müssen wir sofort weiterbauen, denn die Haie kommen in 5 Minuten. Das heißt, wir müssen uns jetzt richtig, richtig schnell beeilen. Und warte mal, was können wir noch bauen? Hier ist irgendwie gar kein Platz mehr. Das heißt, ich muss mir noch ein bisschen mehr Platz besorgen. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt hier ein bisschen Platz verschafft, aber bevor wir hier jetzt gleich einen nächsten Raum machen werden, gehen wir nochmal ganz schnell raus. Wir werden jetzt nicht Nelly pranken, sondern gehen mal ganz nach hinten ans Schiff ran. Schaut mal, Freunde, habt ihr es überhaupt hinten schon gesehen? Das ist einfach mega groß und hier haben wir noch richtig viel freie Fläche und ich habe mir gedacht, wie cool wäre es denn, wenn wir hier einfach einen Helikopterlandeplatz platzieren werden. Okay, und dafür müssen wir erstmal eine Markierung reinmachen, damit auch jeder Helikopter weiß, hier ist ein Landeplatz und dafür machen wir hier einfach so ein kleines H rein und dann sollte das passen. Leute, ihr wisst ja, das H steht dafür, dass es hier ein Helikopterlandeplatz ist. So, zack, wir machen hier einmal das H und das machen wir natürlich auch aus gelber Farbe und somit sieht das Ganze auch schon mal richtig irgendwie sieht das nicht cool aus, Leute. Ich weiß auch nicht, wieso. Ah, wir müssen das hier alles noch schwarz umrunden, dann ist das viel, viel cooler. So, zack, da kann man das hier auch erkennen, sonst sieht man das ja gar nicht. Okay, Freunde, so sieht das Ganze schon viel besser aus. Aber jetzt fehlt das Wichtigste, nämlich der Helikopter, okay? Unten im Helikopter ist der Helikopterplatz kein richtiger Helikopterplatz. Wie oft habe ich Helikopter gerade gesagt, Leute? Und genau deswegen schnappen wir uns jetzt hier diesen Helikopter. Obwohl, wir schnappen uns den roten, Freunde. Denn wir wissen ganz genau, Hashtag Team Rot, alle in die Kommentare. Nein, Hashtag Team Lila, alle in die Kommentare. Komm schon.
Oh nein, Rot ist viel besser. Okay, und jetzt haben wir hier unseren Helikopter platziert. Mit dem können wir gleich abheben, falls es richtig brenzlig wird. Oder wir können mit dem auch Nelly retten und zu ihrem Schiff schnell hinfliegen, wenn die ganzen Haie kommen. Apropos Haie, Leute, die kommen in 3 Minuten. Wir müssen uns mega schnell beeilen. Und jetzt, wo wir unseren Helikopterlandeplatz fertig gebaut haben, gehen wir wieder rein und bauen hier den nächsten Raum. Und Leute, irgendwie werde ich ein bisschen müde. Ach, ich glaube, ich weiß, was für einen Raum wir machen. Wir werden jetzt einen Sim-Lucky-Raum bauen. Ein Schlafzimmer. Okay, und dafür brauche ich nur ein rotes Bett, Leute. Und jetzt werde ich das noch richtig cool dekorieren. Nämlich schnappen wir uns hier eben ganz schnell solche... ich brauche einen Teppich, Leute. Wo finde ich den? Ach, perfekt. Hier einen roten Teppich hin. Und da fällt mir was auf, Leute. Vielleicht machen wir auch ein Schlafzimmer für Nelly. Denn die wird in mein Schiff 100% kommen. Und das ist das viel bessere Kampfschiff. Und dann braucht die hier auch einen Platz zum Schlafen. Warte mal, Simlack, mit dir in einem Raum schlafen? Niemals würde ich das tun. Für kein Welt dieser Geld. Was, Nelly? Nein, für kein Geld dieser Welt meinst du wohl. Naja, wie auch immer, Nelly. Das wirst du spätestens dann wollen, wenn dein ganzes Schiff zerstört wird. Nein, wird es nicht. Sag sowas erst gar nicht, Simlucky. Oh, doch wird es, Nelly. Du wirst es schon am Ende sehen. Leute, schreibt es doch mal allen in die Kommentare, falls mein Schiff viel besser ist. Und jetzt platzieren wir hier solche richtig coolen Kuscheltiere. Freunde, ein Schlafzimmer ist kein Schlafzimmer, wenn es keine Kuscheltiere drin hat. Und schaut mal, hier vorne ist einfach so eine rote Pilzkuh. Hier haben wir ein rotes Schäfchen. Und wir machen hier sogar noch so einen roten Papagei hin. Leute, ich übertreibe es komplett. Hier kommt so ein Strider hin. Und jetzt platzieren wir einfach noch so einen roten Villager. Oh ja. Sieht irgendwie voll witzig aus. Der kommt so aufs Bett, Leute. Guck mal, wie witzig der reinguckt. Der immer Nelly... Nelly an, ja, ganz genau. Okay, Freunde, und für Nelly platzieren wir jetzt hier vorne auch nochmal ganz schnell ein Bett, machen hier ein Teppich hin, damit es auch hier richtig schön aussieht. Und Freunde, wisst ihr, was ich jetzt platzieren werde? Einfach so. Nee, wir brauchen erstmal ein Regal, Freunde, sonst dann machen wir das so perfekt. Und jetzt platzieren wir einfach hier ihre Lieblingskuscheltiere. Als allererstes ein lila Schaf. Hier kommt ein pinkes Schweinchen. Junge, warum ist das so klein, Leute? Hä? Was ist das für Schweine? Was geht jetzt ab, Leute? Und da machen wir doch so einen Sinn. Ah, schaut mal, wie cool das ist. Dann sieht es einfach so aus, als ob es so kleine Babys sind, die an den Zitzen von dem Mamaschwein nuckeln, Leute. Und das ist das Mamaschwein. Das passt immer auf die kleinen Babys auf. Oh ja, denn hier wird es komplett sicher sein. Hier kommt noch ein pinkes Axolotl. Und jetzt, Leute, platzieren wir Nellys Lieblingskuscheltier. Und zwar ein Zombie. Ey, die wird sich so erschrecken, wenn die das sieht. Da bin ich mir sowas von sicher. Oh, wir müssen ja gleich vergleichen gehen. Und ich habe eigentlich schon richtig cool. Ich habe schon fast alles gebaut. Aber mir fehlen noch ganz wichtige Sachen. Und zwar, Leute, ich habe eine Toilette vergessen. Wir müssen uns irgendwo duschen, sonst stinken wir. Aber Leute, nein, das ist nicht wichtig, okay? Pupsi machen, das können wir auch in die Hose, ja? Wir müssen jetzt Prioritäten setzen. Nein, Spaß, Leute. Ich glaube, wir machen Pupsi ins Meer oder so. Nämlich brauchen wir was viel, viel Wichtigeres. Und das ist Rüstung, Leute. Denn ohne Rüstung können wir nicht gegen die Haie kämpfen, falls es zu einem Notfall kommt. Und genau deswegen werde ich mir jetzt hier erstmal ein paar Rüstungsständer schnappen, die hier überall platzieren, hier draußen. So, zack, zack, zack. Und da können wir gleich den krassesten Loot hinmachen. Wo ich habe eine Idee, auf die andere Seite machen wir keine Rüstung hin, sondern Ausrüstung, wie zum Beispiel richtig, richtig viele Waffen, mit denen wir die Haie erledigen können. Okay, als allererstes werden wir solche richtig coole Prismarinrüstung benutzen. Oh ja, die ist komplett sicher. Und guck mal, wie cool die aussieht. Das sieht so aus wie diese Wächterfreunde. Und damit haben wir auf jeden Fall eine richtig gute Chance gegen die ganzen Haie. Und jetzt, Leute, wisst ihr, was wir jetzt nehmen? Wir nehmen einfach solche vergammelte Fleischrüstung. Damit werden wir die ganzen Haie anlocken, damit wir sie zum Beispiel in Fallen locken können. Dann werde ich Nelly einfach diese Rüstung geben, da kann die anziehen. Kommen alle Haie zu ihr und dann werde ich die dort alle abfangen, Freunde. Warte mal, was? Ich soll der Lockvogel sein, oder was? Nee, Nelly, das hab ich niemals gesagt, oder? Hab ich das, Leute? Nee, hab ich nicht. Ich hab's ganz genau gehört, Simlucky. Du willst mich als Futter zum Fraß werfen. Nein, das würde ich niemals machen, Nelly. Okay, Leute, wir schnappen hier als nächstes auch noch so eine Obsidianrüstung, denn ihr wisst ganz genau, Obsidian ist komplett sicher in Minecraft. Und wie gut ist es, wenn wir einfach eine Obsidianrüstung haben? Komplett sicher. Da passt auf jeden Fall auch noch Netherite-Rüstung. Oh ja, das ist die krasseste in ganz Minecraft und die ist komplett stabil. Wenn der Hai irgendwie versucht, die Rüstung kaputt zu beißen, wird er sich die ganzen Zähne ausbeißen. Vor allem beim Obsidian, weil es total sicher ist. Aber, Leute,
ich habe ganz vergessen. Haie, die können ihre Zähne einfach wieder nachwachsen lassen. Egal wie oft, Leute. Und deswegen bringt Rüstung nicht viel. Wir müssen sie erledigen. Die ganzen Haie. Und genau deswegen werden wir jetzt hier vorne erstmal Regale platzieren. Freunde, und hier platzieren wir jetzt als allererstes paar Regale. So, zack, zack, zack. Und dort können wir jetzt die ganzen Schwerter reinlegen. Wie zum Beispiel das Biegenschwert, Leute. Guck mal, wie riesig das ist und wie stark das ist. Haha, das legen wir hier rein. Und jetzt kommt das Wächterschwert. Das hat sogar so ein Auge. Was sich öffnet und schließt. Guck mal. Okay, das ist noch viel größer. Okay, damit werde ich alles rasieren. Haha, dann werde ich Nelly beschützen. Und jetzt ist noch das Prismarinschwert. Passend zu der Prismarinrüstung haben wir natürlich auch ein Schwert. Und somit haben wir hier alle drei wichtigsten Schwerter. Damit werde ich die ganzen Haie vernichten. Zu 100%. Und jetzt, Leute. Oh, ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, warte mal, Nelly, was treibt... Hä? Ey, denkt ihr etwa, ich sehe die nicht? Hat die mich nicht gehört, Leute? Warte mal, wir beobachten. Was macht die dort? Will die gerade etwa bei mir spicken? Okay, Leute, ich schau mal. Psst, das ist ganz, ganz leise, Leute. Hm, was hat Sam Lucky hier gebaut? Lass mal kurz schauen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Was? Natürlich habe ich die gesehen. Hä? Macht die hier einen geheimen Gang oder was? Leute, wir beobachten die jetzt. So, wir gehen mal Spectator-Modus. Somit kann die mich ja auch nicht sehen. Und was macht... Wo ist die hin? Was macht die hier? Hm, der hat hier ganz, ganz viel Rüstung. Oh, die sieht richtig cool aus. Schwerter, die habe ich gar nicht. Warte mal, ich kopiere mir hier mal ein bisschen was raus. Und den Helikopter brauche ich auch noch. War ihr Ernst? Die kopiert mir jetzt hier einfach alles raus. Was ist mit Nelly los? Richtig ehrenlos. Haha, jetzt habe ich mir all seine Rüstung kopiert und jetzt gehe ich wieder weg. Leute, ich bin aus dem Spectator-Modus raus und werde jetzt ertappen auf frischer Tat. Nelly, was sollte das? Ich habe ganz genau gesehen, was du gemacht hast. Ich würde niemals irgendwas machen. Was weißt du? Worüber redest du? Ich weiß gar nicht, worüber du redest. Genau das eben dort. Da hinten. Du hast meine ganze Rüstung geklaut. Was sollte das? Wieso hast du das getan? Weil ich so gut bin, hm? Gib's zu, Nelly. Nee, du bist auch nicht gut. Ich hab dir gar nichts geklaut. Ich niemals. Nelly, warte mal. Du hast es hier schon alles platziert. Das ist doch meine Rüstung. 1:1, du hast es geklaut. Nein. Ich hab nichts geklaut. Niemals würde ich sowas machen. Freunde, spult jetzt nochmal zurück. Die hat doch gerade eben gesagt, dass sie etwas geklaut hat. Nein, der lügt. Leute, spult zurück. Ich habe doch nichts gesagt, oder? Doch, du hast was gesagt. Artab auf frischer... Warte mal, Nelly. Du versteckst dich gerade hinter Nelly. Wie komisch das, Nelly? Ich hab dich. Junge, ich hab dich ertappt, ey. Jetzt gib endlich mal zu, dass ich besser baue. Aber wenn du es nicht zugeben willst, dann werden wir es in einer Minute sehen, wenn die Haie kommen. Und wir müssen gleich vergleichen. Und bevor wir vergleichen, werde ich jetzt noch ganz eben schnell mir Schiffe schnappen. Denn wir brauchen Plan B. Falls unser Hauptschiff kaputt geht, brauchen wir noch ein Ersatzschiff. Und das werde ich mir jetzt holen und hier unten überall platzieren. Freunde, wir haben hier eine richtig große Auswahl an Schiffen. Zu einem, einfach dieses richtig, das ist so ein normales kleines Segelschiff, Leute. Ultra nice, hier kann man sich so reinsetzen und ein bisschen fahren. Das ist mega nice. Was gibt's hier noch, Leute? So, zack, warte mal, ich platziere mal das hier vor. Yo, das ist so ein Wikinger-Schiff. Mega nice. Und damit kann man auch richtig cool fahren. Yo, wie schnell sind wir? Okay, und jetzt kommt das nächste. Boom. Oh, wow. Ich glaube, das ist das Größte. Darauf werden wir fahren, wenn die ganzen Haie angreifen, weil das das Krasseste ist. Boah, wie cool sieht das aus, Leute. Das ist mega riesig. Warte mal, ich teste mal eine Sache aus. Kann ich hier auch die Segel werfen? Ey, das wäre sowas von nice, Freunde. Das muss doch klappen, dann kann ich hier richtig cool fahren. So, ich setze mich mal rein und... Boah, wir können die Segel werfen und damit sind wir richtig schnell. Hey, ultra nice. Warte mal, wir steigen wieder aus und schaut mal ganz kurz. Fährt das Schiff jetzt einfach weiter? Nee, das bleibt wieder stehen. Und jetzt platzieren wir als allerletztes dieses coole Schiff. Warte mal, das haben wir schon platziert, oder? Ich habe irgendeins vergessen, aber ich weiß nicht welches. Egal, ich würde sagen, wir platzieren jetzt davon ganz, ganz viele von diesen ganzen verschiedenen Schiffsarten. Dann haben wir einfach ultra, ultra viele. Oh, jetzt sind zwei verschiedene Leute. Guck mal, hier einmal gibt es das hier. Das Wikinger-Schiff, das sieht so nice aus. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele davon platziert. Ah, aber das wichtigste Schiff haben wir noch gar nicht platziert, nämlich das U-Boot. Okay, das werden wir hier unten auch platzieren. Falls die Haie diese alles zerstören, dann brauchen wir einen Plan B, einen Plan C, einen Plan... Das wird jetzt Plan C, Leute. Okay, wir schnappen sofort das U-Boot und ich... Warte mal, wir machen das so. Ich habe die Idee, das muss immer... Ich weiß, wo wir es platzieren werden. Wir platzieren es einfach direkt hinter dem Schiff, sodass, wenn das Schiff kaputt ist, wir einfach hier sofort reinspringen können. Und zack, wow, jetzt sind wir auch schon U-Boot drin und können damit richtig cool rumfahren. Wow, 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 sind wir schnell. Ey, das U-Boot ist mega nice. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ob Nelly sowas auch hat, ich bezweifle es, Freunde. Was macht die dorthin? Macht die mir jetzt auch nach? Die baut hinten einfach auch so ein Schiff.
Oh Mann, Nelly, du Ehrenlose. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier einfach noch unseren Motor. Leute, wir haben ein paar Sekunden Zeit. Wir müssen das richtig schnell beeilen. Wir haben unseren Motor vergessen und den werden wir hier hin machen. Das ist so ein Pupsi-Motor. Leute, wir brauchen einen besseren. Freunde, und dafür schaffen wir uns diese coolen Räder. Leute, schaut mal, wie nice die sind. Dafür müssen wir nun das hier platzieren und zack. Und jetzt, Leute, können wir die einfach hier schon ranmachen? Wie nice ist das denn? Okay, da kommt doch eins auf dieser Seite hin und somit haben wir einen richtig, richtig schnellen Motor. Ich habe eine bessere Idee. Warte mal, das kommt hier hin. Das ist viel, viel ausgeglichener. Schaut mal, wie nice, Leute. Und das dreht sich jetzt die ganze Zeit. Das ist unser Motor. Und somit ist unser Schiff mega, mega schnell und wird den ganzen Hain entkommen im Notfall. Wie geil ist das denn bitte sehr? Und Nelly, ich würde sagen, die Zeit ist um, bis ihr schnell vergleichen geht. Ich gucke mir einmal kurz dein Haus an und dann schauen wir uns mein Riesenkriegsschiff an. Oh ja, Simlucky, ich bin ready. Let's go. Wow. Okay, Nelly, warum immer auch du so gehypt bist? Ich weiß es nicht. Und gleich kommen die ganzen Haie. So, pass mal auf, okay? Als allererstes wirst du hier aufgehalten von meinen ganzen Kühen. Erst wenn die dir erlauben, durchzukommen, kannst du auch durchkommen. Nelly, nein, ich kann auch einfach so durchkommen. Hey, stopp, das war unfair. Komm sofort wieder zurück. Okay, Nelly, und warte mal, was ist denn das Kriterium, dass ich hier durchkommen kann? Was muss ich erfüllen alles? Du musst erstmal richtig schön aussehen, du darfst nicht stinken und dann kommst du ja erstmal durch. Nelly, du hast alles aus Dirt gebaut. Das stinkt eher, okay? Ich stink nicht. Ich bin nämlich ein König. Ich rieche immer gut. Okay, darf ich durch Kühe und Axolotls? Ich glaube, die haben dich abgelehnt. Egal, ich lass dich rein. Heute mal eine Ausnahme. Okay. Junge, was redet die da, Leute? Wie sollen Kühe Haie aufhalten? Egal. Nelly, okay. Ich drücke mal ein Auge zu. Ich hoffe, das Innere vom Schiff wird besser. Guck mal, hier haben wir den ganzen Zaun, kann man beobachten, was draußen abgeht. Und ganz oben haben wir einen Helikopter, den habe ich dir nicht nachgemacht oder sowas. Komm gar nicht auf die Idee. Nelly, ich habe es ganz genau gesehen. Den hast du mir nachgemacht. Aber du hast eine andere Farbe platziert. Schlau, Nelly, so dass ich nicht merke, dass du komplett von mir nachgemacht hast. Aha, Nelly, denkst auch, ich check das nicht. Der Maki, dann glaub mir halt nicht, aber sag die Wahrheit. Leute, spult jetzt mal zurück. Die hat hundertprozentig gesagt, dass sie es einfach kopiert hat. Oder lasst all innerhalb der nächsten 3 Sekunden Abo und Like da, falls ihr gesehen habt, wie Nelly meinen Helikopter kopiert hat. Habt ihr es auch gesehen? Lasst allen Abo und Like da auf 3, 2, 1, 0. Warum lasst ihr allen Abo und Like da? Ey, ich habe den Helikopter gar nicht geklaut. Oh doch, guck, jeder sagt es. Okay, hier oben sind deine ganzen Schornsteine, die sind ultra, ultra cool. Okay, wir gehen jetzt weiter. Ich bin mal gespannt, was du hier alles gebaut hast. Ja, komm rein in meine Bude. Also hier haben wir als allererstes richtig viele Plätze für meine Passagiere, ne? Und richtig romantisch, immer mit einer Kerze, ultra nice. Hier ist eine Bar, ne? Kann man sich ein bisschen bedienen. Mit Kokosnuss, das schmeckt so lecker. Okay, Nelly, ich glaube, das hast du mir auch nachgemacht, aber egal. So, Kokosnuss, warum stinkt die denn sowas? Hast du da reingemischt, Nelly? Da ist Axolotl-Pipi drin. Was, Papa? Ich wollte da schon draus trinken, okay. Alter, gut, zum Glück habe ich das nicht getan, Leute. Ich habe einen Geruch erkannt und dann direkt das nicht mehr getrunken. Und was ist das hier alles? Nelly, was hast du hier platziert? Das ist Kuhpipi, das ist Wächterpipi und mir fehlt nur noch Hai-Pipi, aber die kriege ich auch noch. Warum sammelst du Pipi? Boah, das ist so ekelhaft. Nelly, was ist los mit dir heute? Ich glaube, Billy verkleidet sich als Nelly oder so, ich habe keine Ahnung. Egal, hier ist auf jeden Fall noch so ein Bild, sehe ich gerade. Was macht das? Oh, du hast hier ein bisschen dekoriert. Sie ist echt gar nicht so schlecht. Abgesehen von der Pipi ist das hier gar nicht mal so schlecht alles. Du hast doch das Radio ganz vergessen. Schau mal, habe ich auch platziert, damit hier immer richtig coole Musik ist. Hier ist immer die beste Musik. Hier läuft immer mein Lieblingssong. Chippi, chappa, chippi, dabba, dubi, dubi, dabba, dibi, dubi, dab. Okay, Nelly, wie auch immer, zeig mir, was du hier... Oh, Steuerdeck. Oh, das ist gar nicht... Nelly, das hast du mir auch probiert. Das ist komplett so, wie ich es gebaut habe. Aber ich sag dir so, du hast gar keinen richtigen Motor. Deswegen kannst du es gar nicht bedienen, okay? Das bringt dir gar nichts. Guck mal, ich lenke gar nichts passiert, Nelly, okay? Lass uns mal ein bisschen runtergehen. Ich guck mir das jetzt mal an. Ja, komm in den nächsten Stock. Hier, ich überzeug der dir ja. Guck mal, die haben mir richtig viel Mühe gegeben. Ich hab sogar einen Fernsehen. Sowas ist nicht, ne? Oh, Nelly, das habe ich im ganzen Stress vergessen. Ich habe gar keinen Fernsehen gebaut. Okay, es ist gar nicht mehr so schlecht, aber ich hätte den Fernsehen tausendmal besser gemacht. Sag dir so, wie es ist. Okay, hier oben haben wir. Wow, das ist ja ultra cool. Einfach so ein Schiff in einem Glas. Ey, das ist echt nicht mal so schlecht dekoriert. Also alles gut, aber es. Bis auf das ganze Dirt, Nelly. Ich bin dir ganz ehrlich. Und das hast du mir natürlich auch wieder nachgemacht. Schau mal, das ist mein bestes Ding hier. Ich habe einfach richtig viel Amethystrüstung platziert. Die sieht ultra nice aus. Oh ja, ich sehe es. Oh, Amethystrüstung. Was gibt's gar nicht in Minecraft? Darf ich die haben? Nein, gehört mir. Es gehört nur mir. Darfst du auf keinen Fall haben. Okay, warte mal. Ich nehme es mir trotzdem, Nelly. Spaß. Nein, tue ich nicht. Ich klaue nicht so wie du. Okay, aber weißt du was? Hier ist die Toilette. Da gehörst du rein. Was, Nelly? Was hast du gesagt, Junge, du Ehrenlose? Hey. Ey. Diese Toilette stinkt erstens richtig an. Und zweitens, du gehörst da rein, ich sperre dich jetzt nämlich hier ein. Haha, hier kommst du nie wieder raus. Und zack, boom, ich mache jetzt alles zu. Nelly, ja, jetzt bist du da für immer drin. Kann einfach
abbauen, du Noob. Und schau mal, hier kann man immer richtig gut durchlüften. Kann man einfach die Fenster aufmachen, so zack, 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 und dann sieht richtig schön aus. Und die ganzen Kühe könnte ich einfach bei Pupsi machen, beobachten, Nelly. Oh, hier ist sogar eine Waschmaschine, ultra nice. Und hier kann man seine Hände schön waschen, ne? Immer nach dem Pipi machen, die Hände waschen, ja, ganz, ganz wichtig. Okay, und das ist also das Schiff. Nelly, ich sag dir so, wie es ist, ich habe tausendmal besser gebaut. Stopp, das war's noch gar nicht mit meinem Schiff. Komm mal mit, es gibt hier noch viel, viel mehr. So, und zwar gehen wir hier einmal ganz kurz so runter. So, zack, zack, zack. Und hier, ja. Ich wusste auch selber nicht mehr, was ich hier bauen soll. Warte mal, was? Hä? Nein, du hast hier sogar was gebaut. Geprankt, das weiß nur ich. Lol, was ist das denn? Ich dachte, warum machst du alles so, wie ich das gemacht habe? Hab ich auf keinen Fall nachgemacht. Junge, Nelly, du hast dich so verraten, du kannst echt schlecht lügen. Aber, oh, wie geil ist das denn? Ey, du musst die Segel aktivieren, ne? Ist dir schon klar? So, warte mal. Kannst du mich das mal fahren lassen? Nelly, du weißt nicht, wie man das fährt. Oh nein, Nelly, die Haie kommen gleich. Lass uns schnell zu meinem Schiff gehen. Ich zeig dir mal mein Schiff und das ist tausendmal besser. Nein, ist es nicht. Schreibt allen zwei in die Kommentare, falls mein Schiff besser ist. Oh nein, Nelly, das ist kein Kriegsschiff. Denn schau mal, du hast gar keine Verteidigung bei dir. Ich habe Verteidigung. Wie zum Beispiel diese richtig coolen Kanonen, Leute. Damit kann ich jeden abknallen. Oder, warte mal, wir gehen hier noch weiter runter. Nelly, komm mal mit. Wo bist du? Okay, da bist du, Nelly. So, guck mal, hier unten, hier haben wir einfach eine Küche. Hier können wir immer ganz, ganz viel Essen zubereiten. Ganz, ganz viele Kokosdrinks. Ich habe tausendmal mehr als so. Und ganz viel Pizzavorräte. Wow, wie lecker. Ich meine, oh, wie ekelhaft. Gar nicht cool. Ey, ich wollte dir gerade selber zugeben, dass es gut ist. Nelly, du weißt ganz genau, dass es lecker. Und, oh, hier ist das Lieblingsessen von mir, Sushi. Woher wusstest du, dass ich das so mag? Nelly, ich habe es da einfach zufällig so platziert. Oh, aber cool, dass du es magst, Nelly. Und damit musst du auch zugeben, dass mein Schiff gut ist, ne? Wenn du es magst. Nee, mag ich doch nicht. Voll schlecht. Wenn du es gebaut hast, schlecht. Hä? Was? Ey, ehrenlos, Nelly. Nur weil ich es gemacht habe. Egal, Nelly. Vielleicht. Hä, was machst du da? Warum willst du alles. Das ist kein Pupsi, das ist aber. Warum willst du alles ab mit Dirt? Billy würde jetzt Pupsi draufwerfen, aber du willst alles ab mit Holz, meine ich. Egal. Nelly, guck dir jetzt mal mein Schlafzimmer an. Okay, ultra nice, oder nicht? Ja, die Seite ist schlecht, aber die. Oh, die Seite ist echt gar nicht mehr so cool. Oh, du hast hier ein pinkes Schaf platziert. Ein lila Schaf und ein pinkes Schwein mit ganz, ganz vielen kleinen Schweinchen. Wie ein süßes Dustin. Und warte mal, was ist das hier von? Axelon? Oh, ich liebe Axelon. Und das hier ist ein. Ha, was ist das denn? Ah! Ne, ich wusste, dass du dich erschrecken würdest. Ist dein Lieblingskuscheltier oder nicht? Zombie, nein, auf keinen Fall weg damit. Haha, geprankt, Nelly, komplett. Und guck mal, hier werde ich die ganzen Haie später einsperren. Da kommt die bestimmt raus. Obwohl, du hast ganz viel Laser platziert. Was ist hier drin? Du kannst doch nicht ganz viel Axolotl zum Essen geben. Das ist extrem ehrenlos. Oh, nach, Nelly, das wäre. Das ist nur Plüschtiere, entspann dich. Die sehen einfach so aus. Das würde ich niemals echte Axolotl denen zum Essen geben. Okay, Nelly, jetzt hast du alles innen gesehen. Aber jetzt musst du noch die wichtigsten Sachen sehen. Und zwar haben wir hier oben einfach ein Steuerbord. Hier kann man immer cool sich auf seinen Goldsessel setzen und dann alles steuern. Und Nelly, weißt du was? Bei mir gibt es nicht zwei Lenkräder, weil ich werde nur steuern. Du wirst auf keinen Fall steuern, sonst fährst du uns doch gegen Felsen oder gegen eine Insel. Ich kann zwar gut fahren, hör auf zu lügen. Und wenn ich diesen Knopf drücke, dann startet das Schiff. Aber jetzt machen wir schnell wieder aus. Okay, perfekt. Und jetzt würde ich sagen, guck dir das mal hier hinten an. Okay, das ist meine ganze Ausrüstung. Wir haben hier Prismarinrüstung zum einen. Freunde, die rüsten wir auch sofort aus. Und die Haie kommen sofort, Leute. Und ich glaube, die ist die stärkste. Wir haben gleich Survival-Modus gesetzt. Und guck mal, hier haben wir so richtig coole Schwerter. Oh, voll cool, Schwerter. Lass mich mal schauen. Schlecht, schlecht, schlecht und auch schlecht. Hä? Was? Nelly, Junge, alles, was ich baue, ist für dich schlecht, aber es ist eigentlich voll gut. Und weiß nicht mal, wie ein Helikopter startet. Wetten wir? Doch, weiß ich schon mal. Und? Abheben, komm schon, abheben. Warum klappt das nicht? Weil du es nicht. Ey, Nelly, pass auf! Junge, Wurf. Ja, die kann ich fliegen. Pass auf, Nelly, wo fliegst du? Nein! Was machst du, Nelly? Alter, Junge, komm sofort wieder zurück, Nelly. Du fliegst doch runter. Wo ist die hin, Leute? Das muss ich doch lernen. Und, oh, warte, warte, warte. Ich land wieder, ich land wieder. Nelly, ich helfe dir, Nelly, ich helfe dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Und zack, bam. Oder Nelly, was machst du? Nein, 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 Nelly, was hast du getan, Nelly? Weißt du was? Egal, ich platziere einfach 9. Wir werden zu 5-Modus gesetzt. Oh nein, Nelly, wir müssen schnell auf unsere Schiffe und die ganzen Haie kommen. Nein, schnell, bring dich in Sicherheit. Und wow, Leute, wir wurden jetzt zu 5-Modus gesetzt und irgendwie laggt es ein bisschen. Ich glaube, das liegt daran, dass hier ganz, ganz viele Haie sind. Schaut mal, hier ist alles voller Haie. Oh nein, wie viele sind das? Leute, warum sind... Oh, das sind richtig riesige. Das sind alles Hammerhaie. Oh nein, die sind richtig gefährlich, Leute. Wir müssen aufpassen. Ich schnapp mir jetzt sofort hier ein Schwert. Das hier gönne ich mir auch noch, Leute. Und jetzt rüste ich mich aus und ich muss erstmal Nelly retten. Sam Lucky, helf mir schnell. Mein Schiff ist so schlecht. Die machen das schon kaputt. Ich hör's. Warte mal, was, Nelly? Dein Haus...
Das Schiff ist wirklich kaputt. Nelly, ich hab dir doch gesagt, das ist gar nicht sicher. Ich habe ein Kampfschiff. Ich werde dich gleich retten kommen, okay, Nelly? Hundertprozentig. Nein, Sam Lucky, ich glaube, hier geht alles kaputt. Nein. Wow, was ist hier passiert? Ich komme schnell zu dir. Hä? Nelly! Alter, was haben die Ei gemacht? Wie ist das bitte sehr passiert? Dein ganzes Schiff ist kaputt. Oh nein, Nelly, das ist gar nicht gut. Und auf einmal fängt alles an zu laggen. Nelly, weißt du was? Wir müssen schnell in Sicherheit kommen. Ich werde jetzt schnell in meine warte mal. Nelly, ich habe eine bessere Idee. Komm mal schnell mit. Wir gehen jetzt in das Schiff rein und hauen ab, Nelly. Komm, schnell, 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 Leute. Ich würde sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Wir schwimmen jetzt schnell voraus. Ansonsten aktiviert die Glocke, drückt schnell aufs nächste Video und ciao, ciao. Ciao, ciao, lasst ein Abo und ein Like. Let's go.